Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Haven Colony. Mission hier auf... Wie heißt das hier? Tenari Glacier, danke. Haben wir geschafft. Und das nächste Kapitel in dieser Kampagne steht uns also bevor. Mal gucken, was uns diesmal verhinschlägt. Ach, natürlich wieder in die Wüste. Weiterhin Arido Mesa. Ja, wird auch wieder nicht einfach, was die Nahrung betrifft. Arido Mesa. Nimm bis zum Ende von Zoll 10 alle Flüchtlinge auf. Okay. Remember, the lives of your colonists are at stake. Tausend Kolonisten. Alter Schwede. Okay, krass, rette 1000 Flüchtlinge. Ach du heilige Scheiße. Gut, wir fangen erstmal wieder mit den grundlegenden Sachen an. Okay, muss erstmal hier. Also das erste ist, ich muss auf jeden Fall mich erstmal erweitern. So, dann gehen wir aber auch gleich auf Energie. Und wir müssen gleich gehen auf Erz. Auf Eisen. Erz. So. Ansauglüfter Stufe 1. Errichte 7 Gebäude, erreiche 50 Bevölkerung. Wie das mit den... Wie das mit den Flüchtlingen funktioniert, habe ich natürlich keine Ahnung. Da muss ich mich auch mal überraschen lassen. So, Nainate Processor. Knallen wir mal hier hin. BZW da. Ja, ja, ich weiß, Energie unzureichend. So, können wir gleich auf auf doppelte Geschwindigkeit machen. Kann ich das Ding nicht hier gleich aufheben? Also, das hier erstmal das Wichtigere. Weil da müssen wir unbedingt auf... Energie fehlt. Auf... Nahrung und Wasser gehen. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Bevor es richtig knapp wird. Okay, Pottasche und Pottasche. Nochmal Eisen. Auch 2000er Eisen, ja. Ja. Ich weiß, Energie ist unzureichend, aber das machen wir gleich mit dem ersten geothermalen Kraftwerk weg. So, gut. Also, Wasser. Hier haben wir eine gute Stelle. Und dann müssen wir mit den ersten Farmen beginnen. Okay, fangen wir mit Quinoa an. Und wir müssten hier theoretisch auch gleich mal ein Habitat bauen. Weil da wird es Errichtung sehr gut, Ressourcen hinzugefügt. Da wird es nämlich dann schon mal das erste Mal richtig eng. So, hier bitte erhöhte Priorität, damit wir Energiereserven bekommen. Water wird gefördert, da gehen wir natürlich wieder auf 22. Und wir müssen auch gleich die Farm aufrüsten. Genauso wie wir das hier alles aufrüsten müssen. Weil das wird jetzt die Grundlage erstmal sein. Das ist Stufe 2, Stufe 2. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Einwohner. Sauerstoff. Well done. I'm pleased with the progress of your colony. Ja, wir gehen erstmal auf Naniten. So, dann planen wir diesmal erst die Wege. Und anschließend kommen dann die Farmen dazu. So, Wasser können wir auch gleich aufrüsten. Also, Quinoa. Dann, wie gesagt, wir gehen aber gleich auf Stufe 3. Genau, errichte 5 Farmen. Sehr gut. Haben wir also den richtigen Riecher gehabt. Ja, das ist alles so ein bisschen. Machen wir eine noch dahin mit Gerste.
Und Brokkoli machen wir dann hier irgendwie hin. Dann haben wir schon mal drei Farmen. Waren die auch beide Stufe 3? Ja und ja. Gut. Ja, es fehlt halt einfach massiv an Einwohnern. So, Naniten. Wir müssen auf jeden Fall die Dinger hier erweitern. Ah, Zorium. Das wäre eigentlich auch schon mal eine der Sachen, die wir eigentlich uns sofort holen müssten. Weil Zorium ist einfach das ultimative Energie-Depot für uns. Oh Gott, was, Winter kommt schon? Ja, ich brauche unbedingt hier ein Einwanderungs- oder Zuwanderungsding. Das ist eigentlich auch Bockwurst, wo ich das hinstelle. Das können wir jetzt einfach mal hier oben hin. Hier müssen wir dann sowieso weiterziehen zum Geothermie-Ding. So, was soll ich machen? Achso, ja, ich soll immer noch Farm errichten. Also, Einwanderung. Rette 1000 Flüchtlinge. Bis Zoll 10. Wir sind gerade in Zoll 1. Alter Schwede. Boah, keine Ahnung, ob ich das jemals hinbekommen werde. Was brauche ich hierfür? Achso, Forschungsding. Also wir müssen so früh wie möglich mit der Einwanderung beginnen. Und wir werden mit einem nicht auskommen. Wir müssen definitiv 2 bis 3 oder so bauen. So, wir hatten was? Wir haben Brokkoli, wir haben Gerste und Ditte. Also da den Dreiklang. Gut. 7-2. Machen wir da die nächste Farm hin. Wir müssen relativ schnell... Ach, hier komme ich nicht mehr durch. Achso, es mangelt einfach nur an Dings. Sind das Flüchtlinge? Also zählt das dazu? 1000 Flüchtlinge, alter Schwede. Ah, das ist wirklich heftig. So, ich muss auf jeden Fall auch direkt hier die nächsten Dings bauen. Achso, ich muss noch eine Farm noch dann setzen. Oh, ich muss eigentlich voll in die Nanitenproduktion erstmal gehen. Das ist schwierig. Da darf man sich echt nicht verplanen. Vor allem muss man relativ schnell auf die ganzen Eisenvorkommen auch gehen. Dass man exorbitant viele Naniten baut. Ich denke, das sollte auch unser erstes Ziel sein. Dass wir die Nanitenproduktion nach oben powern. Oh, eigentlich scheiße. Ich müsste eigentlich ein zweites Zuwanderungsding direkt setzen. Schlechte Nachricht, einen der drei Haupt... brauchen neue Haut, muss schnell große Kolonie errichten mit Hilfe von Zuwanderungszentren. Okay, also über die Zuwanderungszentren muss ich arbeiten. Okay, da müssen wir definitiv das zweite Zuwanderungszentrum erst bauen. Und dann alles quasi hier voll Spam mit Kolonisten. Ja, hilft nicht. Ich brauche das Zuwanderungszentrum erst. Ja, kann ich auch. Also das glaube ich nicht, dass ich das direkt beim ersten Mal schaffe. Bin ich schon mal ehrlich zu euch. Das wird ganz schwierig. Wir sind übrigens in Zoll 2 schon, ja? Nur mal so am Rande. Wieso kommt denn eigentlich keiner?
muss wahrscheinlich 4 so eine Dinger bauen oder so. Pass auf, wir bauen noch so ein Teil gleich. Wir bauen direkt ein drittes. So, auch hier höchste Priorität. Nahrung geht nach oben, Wasser müsste nach oben gehen, ja. Ja, das ist noch grenzwertig, aber hier fehlt es halt auch noch massiv an Arbeitern. Deswegen wird das nicht so schnell funktionieren. Ich baue noch ein viertes danach. So, die werden jetzt fast alle nur in diesen Zuwanderungsdingern arbeiten. Ja, komm, ich kann auch hier volle Lotte Geschwindigkeit machen. Boah, Alter, muss ich... Da muss ich mich aber jetzt richtig ranhalten. Da muss ich viel bauen und viel planen. So, okay. Also, vergrößern der Kolonie. Exportiere Quinoa, erreiche 100. So, gut, als nächstes machen wir die... Nächste Mine... Ach komm, können wir auch gleich Mine 3 bauen. Und einen Nanitenprozessor. Und danach gehen wir auf das hier hinten. So, hier wird es auch gleich an Personal mangeln. Und die Mine hier hinten muss ich dann noch erschließen. Ach, keine Baudrohne in der Nähe, okay. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall aufs Habitat. Wir müssen definitiv hier vorne eins hinsetzen. 32. Lagerhäuser, ja, 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 eigentlich ja. Wir setzen es einfach mal dahin. Ja, ja, nicht genügend Wohnung. Wie gesagt, da muss ich jetzt ordentlich nachjustieren immer. Ich muss erstmal voll auf Wohnung gehen. So, dann gehen wir als nächstes nochmal auf das hier. 10,5. Ja, ja, ja. Hunger appears to be a growing problem. Is everything all right down there? So. Oh Gott, alter Schwede, es ist auch sehr, sehr klein, diese Ecke. Wahrscheinlich muss ich demnächst dann nach hier oben auswandern. Okay, so, Lagerhaus ist voll. Also bauen wir uns das erste Lagerhaus. Die kann man aber auch tatsächlich hier am Rand irgendwo platzieren. Lebensmittel, vergrößern der Kolonie, Nahrung ist niedrig. Okay, Nahrung, da fehlt es aber nicht mehr an Arbeitern. Oh ja, doch, ein paar fehlen noch. I have a request for you from... Ah ja, Referendum, exportiere Quinoa und Flüchtlinge. Zeit und Flüchtlinge. So, das müssen wir erweitern. Das Lagerhaus wird gebaut. Your progress is satisfactory. So, dann baue ich als nächstes... noch ein Habitat. Das kommt hier oben hin, weil wir hier uns jetzt erweitern müssen. Damit wir hier zum Zorium kommen und dann da oben zu den nächsten Minen. Achso, Energie ist unzureichend. Okay. 12 Naniten. Okay, ausrüsten. Rasche Zuwanderung. Nahrungsmittel niedrig. So, wir gehen aber erstmal auf Energie dann. Weil ihr seht, Energie ist viel zu niedrig. Ich brauche diese beiden Sachen eigentlich. So, dann wird es gleich wieder ein Problem geben mit der Abluft. Nahrungsmittel. Alter, ich mach... Ach nee, ist gerade Winter, okay. So.
It's time for referendum election. It's time for referendum election. Welches Zoll haben wir denn? Zoll 3. 919 fehlen uns noch. Nahrung ist niedrig, okay. Dann müssen wir weiter auf Farmen gehen. So, 10,5. Müssen wir nochmal eine neue Verbindung setzen. Well done. I'm pleased. Naniten. So, die Pottasche brauche ich auf jeden Fall. Damit ich die Farm pushen kann. Also Nahrung schießt nach oben, aber irgendwie so wirklich viel ist es auch nicht. So, wie gesagt, Habitate müssen alle nach oben. Die Dinger muss ich übrigens auch voll ausstatten. Also so. Und so. Und aufrüsten. So, Energie haben wir. Check. So, dann gehen wir jetzt mal ganz entspannt durch. Also, wir bauen als nächstes, würde ich sagen, Energiespeicher wären nicht schlecht. So, ah ja, diese Sauerstoffdinger, die brauchen wir auch unbedingt. Die Lagermodule kommen weg, Solarmodul kommt weg, Lagermodul kommt weg, Sauerstoff kommt weg. Solarmodul kommt weg. Das erhöhen wir. Da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich als erstes drum kümmern, dass wir ein paar Ansauglüfter bauen. Und zwar nicht wenig. I think you're on track to win. Ja, 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 ich weiß. But here's the feedback I've compiled from your citizens. So, Zuwanderung, Zuwanderung. Was ist das? Luftqualität, ja, da sind wir gerade dabei. Ah, hier unten könnten wir vielleicht auch nochmal einsetzen. Upsala. So, die sind alle ausgebaut. Der Nanitenprozess noch nicht ausgebaut? Echt? Okay. Ach ja, der ist ja der neue. Ja, die sind erstmal unwichtig. Das haben wir ausgebaut. Das ist auch erstmal nicht so wichtig. Das müssen wir ausbauen. Das müssen wir ausbauen. Die sind alle ausgebaut. Das müssen wir ausbauen. Voll ausgebaut, gar nicht ausgebaut. Ja, ein bisschen Luftqualität müssen wir auf jeden Fall machen. Nahrung geht nach oben, sehr schön. Wasser müssten wir auch nochmal setzen. Kurz gucken. Setzen wir es mal so rein. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter auf Nahrung gehen. Okay, so, Wasser wird gebaut. Dann machen wir erstmal ein bisschen Sicherheit. Erstmal ein Blitzturm. Wasser niedrig. Okay, Luftqualität sind wir dabei. Zuwanderungsschiff. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe keine Ahnung. So, hier pumpen wir nochmal richtig raus. Müsste aber eigentlich nach oben gehen. Wasser niedrig. Ja, ja, alles gut. 172. Blitzturm. Deckt erstmal das ab. Polizei. Ja. Könnten wir vielleicht einmal schon setzen. Arbeitslosigkeit haben wir noch nicht. Sehr gut. Wohnungen sind wir bei 230. Also da müssen wir langsam auch schon gucken, dass wir auf Wohnungen gehen. Also auf die nächsten. Good news. Your citizens seem happy with your performance and I think you have a good chance to win this referendum. Okay, danke. Ah, ich muss auf jeden Fall darauf achten. Ach so, hier unten ist eh vorbei. Gut. So, wir geben Pottasche aus. Ah, Gerstenproduktion, Brokkoli. Ich muss die andere Pottasche mir dann auch
quasi besorgen. Das war ja die hier hinten. Aber da braucht man, glaube ich, auch nochmal hier das, ne? Ja. So, Luftqualität ist immer noch blöd, ja? Oh ja, müsste bergauf gehen. Müssten dazu auch nochmal die Dinger hier alle aufrüsten. Ich denke, du bist auf Track, um dieses Referendum zu gewinnen. Aber hier ist das Feedback, das ich von den Bürgern gesammelt habe. Okay, so. Referendum. Ja, ja, wir werden immer weiter nach unten fallen. Ich brauche die Pottasche. Ich brauche die Energie erstmal noch nicht. Aber ich brauche unbedingt weitere Nahrungsquellen. So, dann knallen wir uns da oben. Lagerhäuser gehen noch. Ein Hochhaus hin. Wir bauen Habitat. Und machen wir eine Hovercraft Station. Und zwar drei Dinger. Oh, ernsthaft? Ach, weil ich keinen Blitzturm gebaut habe, ne? Ach, jetzt habe ich einen Außenposten gebaut. Das wollte ich nicht. Okay. So, Flüchtlinge. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir das so in dem Durchschnittstempo beibehalten, könnten wir es sogar fast schaffen. Gut, so, nächsten großen Sachen. Erstmal hier ausbauen. Und ich muss unbedingt die Mühle bauen. Ja, das sind alles Sachen, die wir jetzt so nach und nach setzen müssen. So, 10.3, 10.5. Okay, da kommt die erste hin. 3, 6, 6, 7, 2. Nächste Farm. Broccoli 5,8, 6,8. Nächste Farm, Gerste 5,8, 6,2. Congratulations on your referendum victory, boss. Ah ja, danke. 6,4. So, Nahrung niedrig, Nahrung, Luftqualität, Referendum gewonnen, gerade so. Und Frachtkapsel erworben. Mal ein bisschen schützen. So, Energie passt. Energiespeicher. Habe ich einen Energiespeicher gebaut? Da ist einer. Eisen. Wo waren die anderen Pottasche? Da hinten. Komme ich da schon ran? Theoretically, yes. So, dann bauen wir hier, würde ich sagen, nochmal einen Außenposten. Okay, ich habe wieder irgendwas geschafft. 300. Upsala, da kommen die nächsten beiden Minen hin. Ansauglüfter bauen wir hier mal hin. Ansauglüfter bauen wir auch unbedingt nach hier oben. So, und da muss ich mal ein bisschen auf die Zufriedenheit jetzt gehen. Aber auch nur ganz kurz. So, Bauen Grill, Verstärker, Dekontaminierungsmist. Krankenhaus müsste ich eigentlich mal setzen. Unser Lagerraum ist voll. Wo haben wir das Lager gebaut? Da. Wasser ist schon wieder niedrig. Ernsthaft? Okay. Nächste Wasserquelle. Abgase, ja, ja, alles gut. Bauen wir mal dazwischen. So, ich habe wieder irgendwas erreicht. Ach, 300, okay. Okay, 364. So, Wasser bis auf 12 Pumpen. Arbeitslosigkeit 9%. Gut, dann können wir jetzt mal ein bisschen investieren. Also, wir bauen als erstes das Forschungsding. Das ist eigentlich immer Bockwurst, wo ich das hinsetze, aber egal.
So, Artefakt. Was ist denn hier los? Oh nein, weil ich das noch nicht zugebaut hatte. Shit. Dann nochmal hier investieren. So, ich muss unbedingt so ein Hochhaus bauen. Dann machen wir hier nochmal was für die Optik. Können wir meinetwegen hier mal einen Park hinsetzen. Einzelhandelsding. Bam, bam. Naniten gehen halt super voran, ne? Das blöde Ding schon ausgebaut? Okay. Gut, bauen wir gleich das nächste Lager. Bringt auch alles ein paar Arbeitsplätze, 6%. Nahrung ist okay. Und dann bin ich wirklich zufrieden. Wir können ja schon mal auf die nicht essbaren Dinger gehen. So, 6,6. Habitat, ist das ausgebaut? Ja. Können wir direkt hier oben das nächste bauen? Und auch gleich die nächste Farm. F2, ich weiß gar nicht, was es war. 10,1, 11,8, wunderbar. F9, F5, dann dahin und das gleich daneben. So, Splittersturm. Okay, das wären dann die nächsten Maßnahmen. Alter, warum ist denn Wasser so wenig? 22, 3. Also Wasser ist ja extrem krass. Gut, dann machen wir ein bisschen Verteidigung. Damit wir hier auch den Splittersturm immer überstehen. Oh, ich habe keine Anbindung daran. Okay. So. Gut, haben wir auch Verteidigung. Dann gehen wir jetzt unbedingt auf die Mühle. Und auf die Chemieanlage. So, ihr seht, Flüchtlinge und Zeit geht langsam zu unseren Gunsten aus. So, unbedingt upgraden. Und dann müssen wir gucken, was wir machen. Also, ich würde natürlich gerne gehen auf Müsli. Ja, Gebrauchsgüter kann ich mir gerade nicht leisten. Ich muss Weizen unbedingt machen. Aber Weizen wächst hier, glaube ich, nicht gut, oder? Habe ich eigentlich noch einen Platz? 3,5. 5,8. 6,4. Ja, ich muss unbedingt nochmal auf Weizen gehen dann. Nochmal 6,8. Wir gehen jetzt zweimal noch auf Weizen. So, 400 Einwohner. Ah, ich müsste das Hochhaus ausbauen. Alter, 63% nur noch. Ah ja, die Chemie-Dings muss ich bauen. Chemieanlage. Gehen wir auf Mehl und gehen wir auf Pasta. Den Rest müssen wir auch ein bisschen erforschen. Ach ja, seht ihr? Da fehlt es nämlich noch. Also, ich muss gehen. Was haben wir denn? Xeno haben wir, glaube ich, nicht. Kori. Gehen wir auf Kori-Bohnen. Roggi-Bohnen. Ich muss erstmal auf das Essen gehen. Entari-Brot machen wir mal. Ja, machen wir erstmal die Sachen. So, Chemiefabrik. Okay, machen wir hier. Nanomedikamente, Seuchenimpfstoff. Wasser ist wieder halbwegs okay.
We'd like you to expand. Ja, ich bin dabei. Xenosalbei. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall noch erweitern. So, Energie sieht gut aus. Weiß gar nicht warum. Oh, hier haben wir übrigens Löcher. Wir wissen alle, was das bedeutet. Oh ja, Polizei muss ich unbedingt bauen. Okay, wir müssen mal ein bisschen jetzt auf die Zufriedenheit achten. So, was ist denn da los? Drohnen-Autoreparatur. Dann müssen sie hoffentlich die einzelnen Dinger reparieren. So, Schrubber haben wir auch noch gar nicht. Okay, Gebäude infiziert. Ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Ich will ein bisschen ausbauen dann auch gleich. Naniten haben wir ja erstmal. So, hier oben Polizei gesetzt? Nee. Können wir auch gleich Stufe 3 machen. Stufe 3, Stufe 3 und Polizei. Da können wir noch eine hier hin. Och, hier ist schon wieder Gasaustritt. So, hier sieht es auch ganz toll aus. Mann, Mann, Mann. Also du hast hier echt ziemlich heftige Probleme. So, ich hoffe, dass wir jetzt so nach und nach das Ganze mal ein bisschen verbessern können. So, Krankenhaus, wo ist es denn? Das würde ich... Achso, ist schon upgraded. Okay, alter Schwede. Okay, das ist ziemlich heftig. Das reicht erstmal aus. Okay, wir müssen unbedingt neue Häuser bauen. Ein Kolonieterminal. Habe ich, glaube ich, noch nie gebaut, so ein Terminal. So, Dekontaminierung. Ich brauche unbedingt ein weiteres Krankenhaus. Hier können wir auch nochmal Dekontaminierung machen. Solche Infektionen? Ja, aber das sollten wir hoffentlich dann hinbekommen. So, nächstes Lagerhaus. Was ist das hier eigentlich? Oh. Sorry. Da soll's hin. Okay, Koribohnen unbedingt. Ich baue auch eine zweite Mühle jetzt. Jetzt würde es an Energie fehlen. Gut, dann gehen wir auf das Zorium. Und bauen uns dann das Thorium Generatörchen. 750. Ah, Zufriedenheit noch 57. 6. Oh Gott, Alter. Zufriedenheit geht immer weiter runter. Dunkle, stürmische Nacht. Klasse. Das erhofft man sich doch. Oh ja, hier müssen wir nochmal aufrüsten. So, wir passen hier rein. 130. Okay. Den müssen wir dann aufrüsten. Nahrung geht auch schon wieder nach unten. So, nochmal zwei Fabriken, Farmen gesetzt. Oh, wir müssen hier auch unbedingt nochmal ein Habitat bauen, ein großes. Oh Gott, 34 Minuten schon. Gut, dann machen wir Feierabend für heute. Wie gesagt, ich bin selber mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Die 100, also die 1000 Flüchtlinge würden wir tatsächlich theoretisch hinbekommen. Aber wir sind noch bei 58%.
Und Nahrung geht auch steil bergab. Also ich werde wahrscheinlich eine zweite Mühle bauen müssen, damit ich das hier alles rechtzeitig hinkriege. Grotschi-Bohnen. Okay, Gebrauchsgüter müssen wir eigentlich auch mal irgendwann herstellen. Schade ist, dass wir hier überhaupt nichts herstellen können. Nanomedikamente müssen wir jetzt durchgehend mal machen. Ja, machen wir in der nächsten Folge weiter und... Oh Gott, das wird noch schön. Das wird noch sehr schön. Aber gut, wir geben nicht auf, meine Damen und Herren. Bis morgen. Haut rein. Ciao und tschüss.